Hallo. Es ist eine Kiste. Sie soll verschoben werden. Hallo Goomba oder was auch immer du bist. Bah, die Monster von heute schätzen nicht mehr, was Rätsel so toll macht. Heutzutage sind Rätsel nur noch aus Lasern und bewegten Felsen. Bah, das ist keine Kunst mehr, sondern ein hirnloser Ramsch. Es ist nur zeitbasierendes Zeug. Gib mir etwas, das meine Hirnzellen zutiefst in Anstrengung versetzt. Du bist jung, du hast noch Hoffnung. Geh hier, versuche dieses Schieberätsel zu lösen. Das hier? Was? Was machst du? Du schiebst es total falsch. Bah, vergiss es. Diese Generation ist wirklich hoffnungslos. Bah. Ich hab nichts gemacht, weißt du? Pah, vergiss es. Ah, leck mich doch am Arsch. Wenn ich jetzt endlich nochmal diese Blume hier anrede. Natürlich werde ich nicht lassen, lachen. Okay. Oh, ich muss ja den ganzen scheiß Weg zurücklaufen. Alles klar. Hup. Gehen wir nochmal am Hakenkreuz vorbei. Ich erkenne da wirklich ein Hakenkreuz. Hier ist die Mitte. Richtig krass ist aber. Ja, natürlich nie mit Absicht immer. Ja, da kann schon mal bei sowas passieren. Habe ich das denn jemals gelesen? Ohne Kerzen oder Magie mussten die Monsterkristalle verwenden, um ihr Zuhause zu finden. So, hallo? Echoblumen? Die im Schwarzen stehen. Da. Sind schon. Die müssen jetzt ja nicht da sein, oder? Jo. Wir sind da. So. Willkommen. Oho, der Mensch ist. Kommt an. Bist du bereit? Mit mir und anderen abzuhängen? Ihr beide werdet tolle Freunde werden. Willst du abhängen? Jo. Okay, bleib hinter mir. Stell sicher, dass du ihr das hier gibst. Sie liebt diese Dinger. Hi, Papyrus. Bereit für unser privates Zusatztraining? Darauf kannst du wetten. Und ich habe einen Freund mitgebracht. Hi, ich denke nicht, dass wir uns... Warum kommt ihr beiden nicht da rein? Hier an deinen... Mein Freund hat dir ja dieses Geschenk mitgebracht. Danke. Ich lege es einfach so den anderen. Sind wir bereit anzufangen? Oh je, meine, ich erinnere mich gerade. Ich muss ins Badezimmer. Hab Spaß, ihr beiden. Also, warum bist du hier? Möchtest du mir deinen Sieg ins Gesicht pressen? Mich noch weiter demütigen? Ist es das? Nein. Warum bist du dann hier? Warte, ich habe es. Du meinst, dass ich mich mit dir anfreunden werde, was? Richtig? Ja. Wirklich? Wie entzückend. Ich nehme an, lass uns alle freundschaftlich darum tanzen. Nicht. Warum sollte ich jemals mit dir befreundet sein? Wenn du nicht mein Gast wärst, hätte ich dich längst vermöbelt. Du bist der Gegner unserer Hoffnung und Träume. Ich werde niemals deine Freundin sein. Und jetzt verlasse mein Haus. Verflixt. Wie schade. Ich dachte, Anden könnte mit dir befreundet sein. Aber ich habe sie wohl überschätzt. Sie ist der Herausforderung wohl nicht gewachsen. Herausforderung? Was? Papyrus, warte mal. Verdammt. Er denkt, ich könnte nicht mit dir befreundet sein. Puh, was für ein Witz. Mit einem Verlierer wie dir könnte ich mich immer anfreunden. Ich zeige es ihm.
Hör zu, Mensch. Wir werden nicht nur Freunde, wir werden beste Freunde. Du wirst mich so sehr mögen müssen. Du wirst an niemand anderen mehr denken. Puh, das ist die perfekte Rache. Warum setzt du dich nicht hin? Nee, hinsetzen möchte ich mich noch nicht. Ich kann nicht glauben, dass er so aus dem Fenster sprang. Normalerweise ist die Landung perfekt. Eines Tages kam Alphys Freund hier vorbei. Aber er lag nur verführerisch auf dem Klavier. Und hat Weintrauben genascht. Ich mag diesen Typen nicht wirklich. Aber ich bewundere seine Lebenseinstellung. Willst du mein Zimmer sehen? Zu schade. Nerds sind nicht erlaubt. Naja, vielleicht manche Nerds. In der Spüle liegt eine Tasse in der Form eines Fisches. Der Ofen ist irgendein so ein MTT-Spitzenprodukt. Aber weißt du, egal wie die Technologie auch voranschreitet, nichts schlägt mit Feuermagie von Hand gekochtes Essen. Es ist ein Silberbesteckkasten. Hier sind Gabeln, Löffel, Messer. Kleine Schwerter, Äxte, Speere, Nunchucks. Ich hasse kaltes Essen. Also hat Alphys meinen Kühlschrank auf Hitze umgebaut. Heißschrank. Die tollste Erfindung auf der Welt. Die Menschen sind doof, aber ihre Geschichte ist wirklich toll. Paradebeispiel dieses riesige Schwert. Menschen haben Schwerter, die 10-mal so groß wie sie waren, benutzt. Richtig? Klar. Hey, ich wusste es. Als ich das erste Mal hörte, wollte ich sofort eines haben. Also habe ich mit Alphys zusammen ein Schwert gebaut. Sie hat alle Details selbst herausgefunden. Sie ist intelligent, was? Okay. Indessen weitermachen? Nee, noch nicht. Ich muss noch mit einem reden. Es ist nett, dass du da bist. Warum setzt du dich nicht auf den Tisch? An den Tisch. Erstmal auf den Tisch so hinlegen, so verführerisch. Hinsetzen und weitermachen? Klar. Gemütlich? Ich hole dir etwas zum Trinken. Das ist alles. Was möchtest du? Du hast etwas zu trinken. Oh. Hey, steh nicht auf. Du bist der Gast. Setz dich hin und hab Spaß. Warum zeigst du nicht, was du haben möchtest? Du kannst diesen Speer verwenden. Schwert für Kenner. Glaub mir, ich würde dir lieb gerne deine Portion Schwerter geben. Wenn du nicht mein lieber Gast wärst. Kühlschrank. Der Kühlschrank? Willst du einen ganzen Kühlschrank haben? Nein. Offensichtliche Wahrheit, die Teebox. Aber noch nicht. Bei dem anderen Zeug weiß ich noch nicht. Andein. Machst du mich etwa an? Zucker. Kommt in den Tee. Der Zucker ist für den Tee. Ich gebe dir keine Tasse mit Zucker. Sehe ich etwa aus wie die Eiscreme-Verkäuferin? Wird die Menschheit mit Energiespeeren von Verkäuferinnen bedroht? Sind ihre Eiscreme-Songs ein Auftakt zur Zerstörung? Ist es das? Ja? Was? Wirklich? Das ist wunderbar! Besüßte gelbe Flüssigkeit. Oh, Limo? Auch wenn du darauf gezeigt hast, siehst du nicht glücklich aus. Das ist in Ordnung. Ich denke auch, dass Limo eklig ist. Es lässt Zähne faulen, den Verstand faulen. Es lässt deinen Kampfgeist faulen. Wie? Warum ich es habe? Heißer Kakao. Grüner Zylinder. Oh, du willst heißen Kakao? Warte, warte. Ich erinnere mich gerade. Der Behälter ist leer. Ich habe nichts mehr gekauft. Weil ich es immer ein Ärgernis war. Die Marshmallows klebten immer in Escorts Bart fest. Dann halt er doch den Tee. Tee? Was? Kommt sofort. Es dauert einen Moment, bis das Wasser kocht. Okay, er ist fertig.
Bitteschön. Vorsicht, er ist heiß. Er ist nicht so heiß. Trink schon endlich. Du nippst von dem Tee, es brennt. Aber ansonsten ist das ziemlich gut. Er ist gut, was? Nichts als das Beste für meinen kostbaren Freund. Hey, weißt du, es ist komisch, dass du diesen Tee gewählt hast. Goldblumentee. Oh. Das ist Asgors Lieblingssorte. Wenn ich so darüber nachdenke, erinnerst du mich ein wenig an ihn. Ihr seid beide totale Weicheier. Irgendwie. Weißt du, ich war ein ziemlich hitzköpfiges Kind. Ich habe immer versucht, Asgore zu bekämpfen, um mich zu beweisen. Die Betonung liegt auf versucht. Ich konnte ihn nicht einmal treffen. Und viel schlimmer, er wollte nicht zurückschlagen. Ich war so gedemütigt. Danach hat er sich entschuldigt und etwas Albernes gesagt. Entschuldige, möchtest du wissen, wie man mich besiegt? Ich sagte ja. Und von dem Zeitpunkt an trainierte er mich. Eines Tages habe ich ihn während meiner Übung endlich besiegt. Ich fühlte mich mies. Aber er strahlte. Ich sah noch nie, wie jemand so stolz darauf war, verhauen zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mich weiter trainiert. Und jetzt bin ich die Anführerin der Königsgarde. Ich bin jetzt diejenige, die den Deppen das Kämpfen beibringt. Wie, zum Beispiel Papyrus. Aber, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich Papyrus je zur Königsgarde einlade. Aber sage ihm nicht, dass ich dir das gesagt habe. Er ist, naja, ich meine, er ist nicht schwach. Er ist sogar richtig zäh. Es ist nur, er ist einfach so freundlich und unschuldig. Ich meine, sieh mal, er sollte dich fangen. Und hat sich letztendlich mit dir angefreundet. Ich könnte ihn nie in den Kampf schicken. Er würde zu kleinen lächelnden Splittern zagt werden. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe, ihm das Kochen beizubringen. Weißt du? Damit er vielleicht etwas anderes im Leben macht. Oh, entschuldige. Ich rede schon so lange. Du hast keinen Tee mehr, nicht wahr? Ich hole dir noch etwas. Warte eine Sekunde. Papyrus, seine Kochstunde. Er sollte sie genau jetzt haben. Wenn er nicht dafür hier ist, musst du für ihn einspringen. Das stimmt. Nichts hat Papyrus über und mich näher gebracht als das Kochen. Das bedeutet, wenn ich dir seine Kochübung überlasse, werden wir uns näher kommen, als du es dir vorstellen kannst. Puh, Angst? Wir werden beste Freunde werden. Beginnen wir mit der Soße. Puh! Siehe dieses Gemüse als deinen größten Feind an. Jetzt zerstampfe sie mit deinen den Fäusten zu Staub. Wie schlägst du zu? Stark. Du schlägst das Gemüse mit voller Kraft und stößt eine Tomate um. Ja, ja! Unsere Herzen vereinen sich gegen diese gesunden Zutaten. Jetzt bin ich dran. Ja! Ah! Wir kratzen es einfach später in die Schüssel. Aber jetzt! Jetzt kommen die Nudeln. Hausgemachte Nudeln sind die besten. Aber ich kaufe nur von einer Handelsmarke. Die sind am günstigsten. Na, lege sie einfach in den Topf. Wie legst du sie rein? Heftig oder vorsichtig? Heftig. Du schmeißt alles mit voller Kraft in den Topf, exklusive der Verpackung. Es klatscht gegen die Wand, gegen den Boden. Ja, so ist das richtig. Alles klar. Es ist Zeit, die Pasta zu rühren. Als Faustregel gilt, je mehr du rührst, desto besser wird es. Bereit? Legen wir los. Rühre härter. 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 Ja, lass mich mal ran. So macht man das. Alles klar. Zeit für den richtigen Schritt. Was? Dreh den Herd auf. Lass den Herd deine Leidenschaft ausdrücken. Lass deine Hoffnung und Träume in feurige Hitze übergehen. Bereit?
Halte dich nicht zurück. Na, aufdrehen. Heißer. Heißer, verdammt. Heißer. Warte, das ist zu... Ah, Mann, kein Wunder, dass Papa schlecht im Kochen ist. Was jetzt? Basteln wir etwas? Freundschaftsarmbänder? Ach, wem mache ich eigentlich was vor? Ich habe es echt vermasselt, was? Ich kann dich nicht dazu zwingen, mich zu mögen, Mensch. Manche Leute kommen einfach nicht gut miteinander aus. Ich verstehe, wie du dich fühlen musst. Und wenn wir keine Freunde sein können, ist das in Ordnung. Denn wenn wir keine Freunde sind, kann ich dich ohne Reue vernichten. Ich wurde besiegt, mein Haus liegt in Trümmern und ich konnte keine Freundschaft schließen. Das ist es. Es ist mir egal, ob du mein Gast bist. Ein letzter Kampf, wir beide geben alles. Nur so kommt mein verlorener Stolz zurück. Komm schon, zeig mir, was du drauf hast. Ja! Überlässt dir den ersten Angriff. Der Teuchhieb. Du tust so, als würdest du an deinem voller Kraft angreifen. Was? Das ist dein Bestes? Selbst im Angriff mit voller Kraft? Kannst du mich einfach nicht verletzen, was? Ach, weißt du was? Ich möchte dich auch nicht mehr verletzen. Erst habe ich deine zuckersüße Masche gehasst, aber die Art, wie du gerade zugeschlagen hast, hat mich an jemanden erinnert, dem ich trainierte. Jetzt weiß ich, dass du nicht nur ein Verlierer bist. Du bist ein Verlierer mit einem großen Herzen. Genau wie er. Hör zu, Mensch. Es scheint, du und Esker seid dazu bestimmt zu kämpfen. Aber wie ich ihn kenne, wäre das wahrscheinlich gar nicht. Rede mit ihm. Du kannst ihn bestimmt überzeugen, dich gehen zu lassen. Vielleicht fällt er ein böser Mensch herunter. Und ich nehme stattdessen seine Seele. Macht Sinn, was? Puh. Oh, wenn du Esker verletzt, nehme ich die menschlichen Seelen, überquere die Barriere und mach dich fertig. Dafür sind Freunde noch da, richtig? Und jetzt nichts wie raus aus dem brennenden Haus. Trauriger Haus. Das war witzig, was? Wir müssen irgendwann mal wieder abhängen. Aber irgendwo anders. In der Zwischenzeit werde ich bei Paparis sein. Wenn du mich brauchst, schau doch in Snowden vorbei, okay? Oh, wenn du jemals Hilfe brauchst, rufe einfach Paparis an, okay? Da wir beide am selben Fleck sind, werden wir beide helfen können. Nun, man sieht sich, du Rabauke. Vor der traurigen Horussätze. Klingt, als lebst du jetzt nur noch Feuer. Jetzt könnte ich versuchen, nach Snowden mal zu gehen. Obwohl. Du vernimmst eine beruhigende Stille. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wie. Hier bin ich bei... Nee, hier macht das keinen Sinn. Macht das recht Sinn? Eigentlich schon. Ich gehe mal einfach wieder nach rechts.